Hallihallo, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Es kommt gerade die Sonne raus, perfekt. Ich habe es gehofft, deswegen habe ich auch diesen Platz hier ausgesucht, weil wir ein bisschen Licht brauchen. Und das ist der hellste Raum, unser Wohnzimmer. Ja, wir werden einmal was auspacken, was versiegeln. Und was painten. Wir haben heute einiges vor. Lehnt euch zurück. Schaut euch dieses Video an. Ich hoffe, dass es euch gefällt, diesen Mix, den wir heute machen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Verbesserung, Kritik. Was wollt ihr als nächstes sehen? Ich würde mich freuen. Was interessiert euch? Und ja, Picasso, Picchu, Moon Art. Hat mir dann da nichts zu tun. Aber wir werden heute diese beiden Bilder versiegeln. Ich habe sie beide beendet vor kurzem. Das zum Erdbeer-Event 31. Mai war es zu Ende. Und Picasso, das Testbild habe ich endlich beendet. Das habe ich auch schon vorgestellt. Da habe ich auch einen Rabattcode. Schaut gerne mal in der Infobox. Ja, es geht heute um Picasso, um Picchu Moon Art und hauptsächlich um Teenie Schnickschnack. Denn ich habe richtig tolle Post bekommen und ich habe mich so gefreut. Es war total unerwartet. Erzähle ich euch. Geht jetzt weiter nach dem Intro. Wie findet ihr das, wenn ich das Intro in die Mitte mache? Oder soll ich es vorne lassen? Das würde mich auch interessieren. Gerne in die Kommentare und dann bis gleich, Lieben. Ich habe nämlich richtig, richtig tolle Post bekommen. Nämlich so ein kleines Paket. Vielleicht könnt ihr euch denken, was hier drin ist. Es ist auf jeden Fall von der lieben Tini. Ich freue mich richtig darüber. Ich habe gesehen, sie hat ein neues Produkt rausgebracht. Die einen oder anderen haben es auch, glaube ich, schon getestet. Wir werden es heute auch testen. Nämlich hat die liebe Teenie Schnickschnack kennt ihr wahrscheinlich, eine sehr bekannte, ja, vorher YouTuberin, viele Stories macht sie, Tagebucheintrag. Sie ist mit Schleim, selbstgemachten Schleim eigentlich aktiv gewesen oder waren die Anfänge bei YouTube und mittlerweile hat sie einen riesen Diamond Painting Shop Imperium, kann ich es schon nennen. Und ja, ich habe auch schon einige Bilder von ihr gekauft. Ich mache gerade mein erstes Bild fertig zum Butterfly-Event. Da werden wir auch noch zusammen painten. Eine tolle Qualität, kann ich schon mal sagen. Und ich habe die Ehre und ich freue mich richtig darüber. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil es so überraschend kam. Ich habe die Versiegelung gesehen. Es geht um diese Versiegelung, die sie jetzt neu hat und mega Hype. Und ich bin gespannt, ob der Hype gerechtfertigt ist. Aber ich bin da fester Überzeugung, dass sie da ein super tolles Produkt auf den Markt gebracht hat und diese Lücke gefüllt hat mit speziellen. Ja, es gibt Versiegelungen, aber es ist eine Versiegelung mit Baufahnen. Kennt ihr? Baufahnen ist eigentlich eine, ja, kennt ihr wahrscheinlich aus dem Baumhausbaumarkt. Dort gibt es eine Versiegelung, speziell nicht für Diamond Painting, sondern generell als Überzug, als Versiegelungslack, der glänzt und transparent aushärtet. Den benutze ich auch und sie hat jetzt mit dieser Firma zusammen ein neues Produkt kreiert und wie ich von ihr mitbekommen habe, hat sie das über ein Jahr getestet. Sie hat an den Inhaltsstoffen, an den einfach an das Ergebnis gefeilt, bis sie zu 100% zufrieden war mit dem Produkt und hat mit Baufahnen dann ja eine spezielle Versiegelung nur für Diamond Painting zusammen entwickelt. Richtig cool, eine richtig coole Sache, hätte man eigentlich drauf kommen können.
Aber Tini ist einfach verrückt. Sie hat einfach mal Baufun angeschrieben und hat gefragt, hey, habt ihr Interesse? Richtig cool. Und ich war so begeistert, als ich das gesehen habe und dass sie zusammen mit Baufun da was entwickelt hat. Einfach mega cool. Und deswegen habe ich Tini, eigentlich bin ich nicht jemand, der auf die Leute zugeht und nach einer Kooperation fragt. Ich habe einfach mal richtig naiv, frech gefragt, dreist gefragt, kann ich dein Produkt einmal testen? Darf ich das meinen Zuschauern zeigen? Würdest du es mir einfach kostenlos zusenden, damit ich es teste und zeige? Und ja, ich habe keine Antwort bekommen. Ich denke, okay, vielleicht keine Zeit, vielleicht denkt sie auch kein Interesse. Wie kann man denn mich einfach anschreiben? Und ja. Und dann bekam ich nach 2 Tagen oder 3 Tagen maximal, 2 oder 3 Tage, bekam ich eine E-Mail, DHL, ihr Paket von Tini Schnickschnack. Komm, ich überlege, ich habe doch gar nichts bestellt. Und dann denke ich, ach ja, ich habe doch was an. Nein, sie hat mir das jetzt nicht einfach zugeschickt, ohne eine Antwort zu geben. Und ja, sie hat mir tatsächlich einfach die Versiegelung so zugeschickt, aufgrund meiner Anfrage. Und ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank, wenn du das Video siehst. Ich freue mich richtig. Ist mir einmal aufgemacht. Es ist richtig gut verpackt. Und hier kommt dieser Wundertopf hervor. Damit auch nichts ausläuft oder kaputt geht. Was ist ja in Plastik. Ihr kennt das ja wahrscheinlich von Baufahren. Richtig cool, Leute. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. So, wir haben hier einmal wahrscheinlich das Abfülldatum. Ah nein, wie lange es haltbar ist. Ein Haltbarkeitsdatum gleich oben drauf. Richtig gut. Dann haben wir hier, oh cool, Tini Schnickschnack, die Diamond Painting Versiegelung. Premium Qualität, optimaler Schutz, strahlender Glanz, transparent trocknend für alle Steinarten. Das heißt, es sollte für AB, normale Steinchen, Fairy Dust, Metallic, Strass, gut, geeignet sein. Dann haben wir hier Spezialkleber zur Versiegelung von Diamond Paintings. Schützt dauerhaft vor Staub und Schmutz und verleiht einen strahlenden Glanz. Transparent aus, auftrocknend. Verarbeitung. Die Versiegelung mit einem weichen Flachpinsel gleichmäßig und dünn auf das fertige Diamond Painting Bild auftragen. Je nach Auftragsstärke und Umgebungstemperatur beträgt die Trockenzeit circa 4 bis 6 Stunden. Da empfehle ich es einfach den ganzen Tag und nächsten Tag. Deswegen werde ich es auch bis zum nächsten Tag trocknen lassen. Genau, gut verschlossen. Was hier jetzt nicht drin steht, dass man es gut umrühren sollte, das vermisse ich jetzt hier so ein bisschen, weil hier sind natürlich Partikel drin. Und ich weiß nicht, muss man das richtig aufrühren? Das steht hier jetzt nicht drin. Ich empfehle es eigentlich immer. Verarbeitung. Da steht auch nichts mit Vorbereitung. Das einmal gut zu rühren. Dann sind hier die Inhaltsstoffe drin und hier Hersteller. Baufun, Bauchemie, Leipzig. Vertrieb, Tine Schnickschnack, TSS Creator. Cool, tinischnickschnack.de, hergestellt in Deutschland. Ich freue mich. Wir werden dieses gute Stück jetzt zusammen öffnen. Und ich habe jetzt nichts zum Umrühren. Ich werde mir noch ganz kurz was zum Umrühren holen. Und dann starten wir. Flachpinsel kann ich euch empfehlen. Holt euch einfach welche aus dem Bastelbereich oder aus dem Bauhaus. Ich habe es gleich bei TJ oder bei Action habe ich sie geholt. Es gibt noch einen noch einen breiteren. Das fand ich ganz cool, das Set. Das Einzige, was bei den günstigen Pinseln oft ist, dass irgendwann dies hier sich löst. Der Pinsel von dem, wie nennt man das, von dem Stab? Das kann passieren, wenn man sie auswäscht und ich empfehle sie auch immer direkt danach auszuwaschen, weil sonst habt ihr einen ganz knallharten Pinsel. Ja, kann ich empfehlen aus dem Bastelladen. Dann habe ich zur Vorbereitung die Steinchen einmal mit so einem Roller festmachen. Könnt ihr auch einmal Nudelholz nehmen und einen Pinsel oder eine Zahnbürste. In dem Fall habe ich von Tini Schnickschnack diesen coolen Pinsel. Der ist super, ich liebe ihn. Damit kann man auch super die Wachsreste wegmachen. Es lag jetzt hier fast 2 Wochen und
Und deswegen werden wir einmal den Staub vorher entfernen, dass wir ihn da nicht mit drin haben. Das geht ganz schnell, das machen wir. Schneide das hinterher ab, weil wir dadurch nochmal so einen Schutz haben, dass wir nicht auf dem Tisch, wir brauchen noch nicht groß eine Unterlage, sondern wir lassen einfach den Rand hier dran und schneiden uns den zum Schluss ab. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich schneide es immer zum Schluss ab, wenn ich versiegelt habe und alles fest ist, weil wenn ich schneide, ist mir schon passiert, dass hier dann am Rand sich die Steinchen schon lösen. Ja, ich würde sagen, ich hole einmal was zum Umrühren und dann starten wir. So, ich habe mir was zum Umrühren geholt. Ich nehme einfach jetzt so einen Löffel. Ich habe mir einen Zewa geholt, um das hinterher darauf zu legen. Genau, was wir jetzt aber zuerst machen, ein bisschen durcheinander, Entschuldigung. Was wir jetzt aber zuerst machen, ist das Vorbereiten. Also wir rollen jetzt erstmal die Steinchen fest. Und hört ihr das Knacken? Entschuldigung fürs Wackeln. Das ist der einzige Nachteil an diesem Platz im Wohnzimmer. Mein Tisch, der hier ist im Wohnzimmer, der wackelt immer ein bisschen. Und dadurch wackelt da mein Stativ mit, weil es am Tisch fest ist. Nicht, dass euch jetzt schlecht wird oder so. Hier knackt leider nichts. Das gute Gefühl des Knackens haben wir hier gehabt. Dass die schön einrasten, die Steinchen. Hier haben wir AB und Fairy Dust Steinchen mit drin. Das ist auch ganz cool. So, dann gehe ich jetzt einmal mit dem Pinsel hier rüber. Wir haben hier ein paar Reste, wie ihr eben gesehen habt. Vielleicht hier war gerade so ein schwarzer Punkt. Das haben wir gleich einmal weggemacht. Da geht ja einfach. Ich habe auch öfters mal Haare in den Stall. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, ne? Aber Haare von mir. Nein, ich habe keine Tiere. Einfach Haare von mir. Lange Haare, die ich mit eingepaintet habe. Ganz lecker. Wolltet ihr wahrscheinlich nicht wissen, aber kennt ihr das? Habt ihr auch manchmal, wenn ihr Ka Tiere habt, dann habt ihr es bestimmt auch öfters mal, dass ihr irgendwie ein Tier dazwischen habt. Genau. Ihr habt ein Tier dazwischen. Wenn ihr mal ein Haar dazwischen habt, ein Tierhaar. So, einmal nach außen, von innen nach außen weg. Wie gesagt, ihr könnt ja auch gerne eine Zahnbürste, eine unbenutzte natürlich benutzen. Und das geht auch ganz gut. Ich finde den hier mit am besten. Ich liebe den von Tini Schnickschnack. Ich dachte erst, mein Gott, man kann ja alles Mögliche dafür benutzen, aber da geht echt der kleinste Sch Krümel geht zwischen den Steinchen weg. So, das Haar will nicht weg. Das habe ich richtig schön mit eingearbeitet. Super. So, was ich auch empfehle, ist das Washi-Tape mit abzumachen. Das habe ich noch nicht überall gemacht, vorsichtig. Ja, vorsichtig, sagte sie und hat gleich das Washi-Tape zerstört. Das ist natürlich sonst Fummelarbeit, wie ihr seht hier. Es ist aber auch relativ dünnes Washi-Tape, aber es klebt bombenfest. Das würde ich mitmachen, weil sonst habt ihr das Problem, dass ihr eventuell das Washi-Tape schön an den Steinchen mit festklebt. Mit versiegelt sozusagen. Dann kriegt ihr es nämlich nicht mehr ab, dann kriegt ihr es nur noch weggeschnitten. Und da muss man natürlich dann sehr gut wegschneiden. Vor allem, wenn ihr dunkles Washi-Tape da habt. So. Washi-Tape weg. Bei dem anderen hab ich kein Washi-Tape, weil das ein relativ kleines Bild ist. So, das machen wir auch nochmal sauber.
So, und das ist die Vorbereitung eigentlich der Bilder. Festmachen, Staub wegmachen, Washi-Tape entfernen. So, dann kommen wir mal zu der tollen Versiegelung. Die werden wir jetzt öffnen. Wir öffnen diese tolle Versiegelung. Ui, toll. Vom Deckel nehme ich jetzt nichts. Ich rühre das tatsächlich einmal um. Ich nehme aber die Seite, damit sie schön. Ich weiß gar nicht, ob man es umrühren muss. Liebe Tini, wenn du das Video siehst, schreib mir es doch gerne mal in die Kommentare, ob ich da jetzt die Versiegelung kaputt mache mit. Nein, aber ich glaube nicht. Die ist ganz. Ah, die ist noch ganz anders. Die ist richtig weiß, als hättest du jetzt hier Farbe. Nicht erschrecken, das trocknet aber transparent. So. Schön einmal umrühren. Schön cremig rühren. Sie ist mega cremig. Guckt euch die Konsistenz an. Wie so Malerfarbe. Ui. Das macht Spaß. Coole Konsistenz, auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, was die Lieben da gezaubert haben zusammen. Ich bin auch gespannt, ob sich das anders auftragen lässt als Baufahren. Es riecht genauso wie Baufahren, finde ich. Also das, was ich benutze, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Sehr, sehr ähnlich riecht es. Also ihr solltet vielleicht, wenn das stört, Fenster aufmachen oder draußen das versiegeln. So, wir nehmen jetzt mal ein bisschen und dann fangen wir einfach mal an. Am Rand ist das immer sehr, sehr wichtig. Und schön in die Rillen einarbeiten. Weil, wenn sich was löst, ist es bei mir bisher oft natürlich auch die losen Steinchen, die man nicht ganz rangeklickt bekommen hat, reingedrückt bekommen hat, aber auch am Rand. Löst sich gerne mal was. Also es lässt sich ein bisschen anders verarbeiten. Es ist nicht ganz, ich sag mal, ergiebig. Also es fühlt sich ein bisschen zähflüssiger an. Es lässt sich nicht ganz so geschmeidig verteilen. Aber vielleicht soll das ja auch dazu dienen, dass man das ein bisschen dicker aufträgt. Oder liegt es am Pinsel? Aber kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt habe ich ein bisschen übergeschmiert. Ist nicht schlimm. Der Rand wird eh nachher weggemacht. Weil ich habe das Gefühl, dass man dadurch ein bisschen dicker aufträgt. Man sieht das schon hier, dass es ein bisschen dicker ist. Seht ihr das? Durch dieses Platschen, sage ich mal. Ich bin gespannt. Und wenn ihr ein größeres Bild habt, dann nimmt natürlich gerne auch einen größeren Pinsel dazu. Aber es lässt sich gut auftragen. Aber es war jetzt nur zum Vergleich zu der Versiegelung, die ich sonst immer benutze.
wollte ich das einmal sagen, dass die ein bisschen dicker ist. Aber es sieht eigentlich sehr ähnlich dem aus mit dem weißen milchigen Überzug. Eigentlich seht ihr daran, ob die nicht ganz gut verteilt habt, wenn ihr noch so schwarze, also so Löcher habt, wisst ihr? So schwarze Löcher. Dann ist da in den Rillen noch nichts zwischen gewesen. Und die Rillen wollen wir ja damit füllen und versiegeln sozusagen. So, wir sind gleich fertig. Ich drehe das jetzt noch einmal. Dir diese Rillen da, die ich meine? Genau. Da schön einmal rein. Auch gerne zweimal rüber gehen. Nicht nochmal mit mehr, aber zweimal drüber streichen, das meine ich. So, dann machen wir noch diese Ecke hier. Und dann sieht unser Bild doch schon schön eingekleistert aus. Und ihr braucht keine Angst haben. Ich zeige euch ja auch nochmal im nächsten Video dann das Ergebnis von den beiden. Vom Glanz her. Und genau, vom Glanz her eigentlich hauptsächlich. Vor allem, weil wir hier Fairy Dust mit drin haben und oh, so geht das noch besser. Nicht so, sondern so einmal ein bisschen Kreisenbewegung. Und dann kann man ja nochmal streichen. So. Ich würde sagen, dieses Bild haben wir super duper gut versiegelt. Das kommt jetzt beiseite. Und dann kommen wir nochmal zu diesem kleinen Stück hier. Da haben wir AB-Steinchen drin, ganz viele. Ihr müsst nicht versiegeln, aber ich versiegel sehr gerne. Wenn das hinter einen Bilderrahmen kommt, dann müsst ihr nicht unbedingt versiegeln. Ich würde es auch empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Bild ploppt. Das ist jetzt bei den beiden Bildern nicht, aber ich brauche ja auch Bilder, um es euch zu zeigen. Die kommen wahrscheinlich beide hinter einen Bilderrahmen. Deswegen brauche ich das eigentlich nicht, aber ich möchte es euch zeigen. Und ich versiegel sonst fast alle Bilder. Ist wirklich so. Bilder wie Diamond Art Club zum Beispiel versiegel ich nicht, aus dem Grund, dass du dann nachher keine Garantie mehr hast. Das wusste ich vorher auch nicht. Das habe ich irgendwo mal gehört. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte.
Macht eigentlich Sinn. Ist genauso, wenn man ein Gerät verändert. Dann ist die Physik, ist andere Produkte verwendet bei einem Produkt von einer Firma, dann ist es sehr logisch, dass man dann keine Garantie hat. Das ist eigentlich der normale Menschenverstand. So, das sieht doch mal schickilacki aus. So, fertig. So, dann haben wir die beiden Schätze einmal versiegelt. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Und wollte ich euch noch was erzählen? Nein, also, das Ergebnis werde ich euch dann zeigen im nächsten Video. Und jetzt im Anschluss gibt es noch ein Paint with Me, also hier mit im Video direkt. Ansonsten schaut gerne nächstes Mal wieder rein, wenn ihr nicht so gerne Paint with Me schaut. Ich werde euch nur mal ganz kurz zeigen, was wir painten. Ich will natürlich auch Accessoires und von Tini Schnickschnack was versiegeln. Hallo! Mit einer Tini Schnickschnack-Versiegelung müssen wir auch Tini Schnickschnack-Bilder oder in dem Fall jetzt Accessoires versiegeln. Für Accessoires kann man zum Beispiel diesen schönen Stift dann nachher, diesen schönen Pinsel nachher nutzen. Genau, die Pinsel wasche ich jetzt gleich erstmal nochmal aus. Und ich möchte mit euch jetzt diesen süßen Aufsteller, den habe ich mal von Tini Schnickschnack auch geunboxed und euch gezeigt. Es ist schon sehr lange her. Ich glaube, das ist sogar meine erste Bestellung gewesen. Eine große Bestellung bei Tini. Und ja, die möchte ich dann auch versiegeln. Wir haben hier normale Steinchen. Ich werde aber auch noch was in Strass versiegeln mit euch und Sticker. Das machen wir, wenn ihr Lust habt, immer mal wieder zwischendurch, dass wir irgendwas zusammen versiegeln. Und dann benutzen wir jetzt, wenn ich mit der Versiegelung begeistert bin, ausschließlich nur noch diese tolle Versiegelung. Genau, wir painten jetzt das. Vielen, vielen Dank, Tini, für diese tolle Überraschung. Ich freue mich sehr, dass ich das ausprobieren und euch zeigen darf. Und folgt mir gerne bei Instagram und natürlich auch Tini Schnickschnack bei Instagram. Bei YouTube findet ihr sie. Ich werde das unten alles verlinken. Und auch die Versiegelung werde ich direkt den Link einmal reintun in die Infobox. Ja, und dann machen wir jetzt ein kleines Paint with Me. Falls ihr Lust habt, bleibt einfach dran. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ja. Ich habe diesen schönen Acrylaufsteller mir mal von Tini geholt. Ich liebe ja Einhörner. Und wir werden jetzt eine Seite, ich schaue mal, wie weit wir kommen, wie ich Zeit habe, werden wir diesen Acrylaufsteller einmal bepainten und nächstes Mal versiegeln. Beziehungsweise ich werde ihn vielleicht dann versiegelt haben und euch dann mit dem zusammen zeigen. Wir haben hier ein Standard-Tool mit bei. Wir haben diese Teile, die wir brauchen, um das nachher aufzustellen. Ich glaube, das ist ein Handy- oder Acrylaufsteller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ein normaler Aufsteller. Und wir haben sogar einen Schraubenzieher mit dabei, was ich sehr cool finde. Die zum Zusammenstecken. Wir haben hier diese witzigen, durchsichtigen Schrauben. Richtig cool. Und ich würde sagen, wir fangen hier erstmal an. Wir haben sozusagen zwei Seiten nachher. Oh, das ist ein Pinselhalter. Oh, ich weiß das gar nicht mehr, es ist so lange her. Kann auch sein, wenn unten ein Boden drin ist, dass man da was reinstellen kann. Also ein Handyaufsteller ist es nicht. Entweder ist es ein normaler Aufsteller oder ein Stiftehalter. Gucken wir mal. So, wir haben hier diese schönen Farben dabei. Das sind relativ wenige Farben. Wir haben diese richtig coolen Farben. Acht Farben sind das.
Ja, ich bestelle gerne bei Tini. Ich mache gerade mein erstes Bild von ihr. Und ich habe hier noch 3 Bilder liegen. Und es gibt ja viele, die nur bei Tini Schnickschnack bestellen. Wenn sie einmal richtige Fans sind, dann nur Tini. Kenne ich auch ein paar Leute. Und ja, ich habe das Problem, dass mir nicht alle Bilder bei Tini gefallen. Muss ja auch nicht. Aber wenn da coole sind, dann richtig. Also das muss ich schon sagen. Es gab zum Beispiel Luna, das war eine Fee im Mond. Mega schön, leider ausverkauft. Sie hatte auch lizenziert von Pummelhorn. Pummeleinhorn kennt ihr wahrscheinlich. Auch leider ausverkauft. Da war ich zu spät. Da muss man echt schnell sein. Wir werden die hier jetzt einmal hier in diese Schiffchen tun, weil wir haben nur 8 Farben. Kennt ihr? Diese Schiffchen kennt ihr? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben. Upsi, wir haben nur 7. Einen Moment, haben wir noch Nummer 8? Wir haben hier noch Nummer 8. 8 kleine Schiffchen, die wir jetzt befüllen. Aber wir befüllen sie so nacheinander, wie ich sie painte. Deswegen fangen wir einfach bei der 1 an. Dafür nehmen wir natürlich nicht gerade das weiße Schiffchen. Würde ich nicht empfehlen, damit man die Steinchen besser sieht. Ja, ich bin sehr begeistert von der Qualität. Ich bin ja gerade beim Butterfly-Event, was ich mitmache auf Facebook. Bunter Flügel Butterfly 2024 heißt das, glaube ich. Und das geht jetzt noch bis Ende des Monats, da mache ich mit. Und die Qualität ist wirklich gut. Ich habe selten eine Firma gehabt oder jetzt insgesamt eine Firma, wo die Steinchen so dicht aneinander sind, ohne dass sie ploppen. Das ist der Wahnsinn, Leute, wirklich. Das muss ich schon sagen, Hut ab von der Qualität. Was das betrifft, ist, wow, mega gut. So, wir machen einmal diese Folie ab. Nicht vergessen, wenn ihr solche Accessoires habt, sind da immer Folien drauf, ob ihr Sticker habt oder sonstiges. Und achtet darauf, die haben 2 Seiten. Wenn ihr die wie hinterher aufmacht, auf einer Seite testen. Hier geht es ganz leicht ab, aber jetzt, es geht viel schwieriger ab. Und damit reißt ihr euch den Kleber runter. Huch, ich schmeiße alles um. Deswegen mag ich die Schiffchen nicht so gerne. Weil ich immer so ein Talent fürs Umschmeißen habe. Und das ist bei den Schiffchen fatal. Wenn man sie ein bisschen anstößt, dann kippt hier alles auf den Tisch und verteilt sich alles. Und man muss ganz vorsichtig umgehen. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig Streicheleinheiten am liebsten noch geben, weil die sind sehr... sehr anfällig aufs Umkippen und ja. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich habe Deko mitgebracht. Deko mitgebracht. Guckt mal, wie süß. Ich liebe Einhörner. Und ich habe nämlich bei Morin mal bestellt. Da gab es die kostenlos dazu, diese Sticker. Und ich fand, das passt jetzt richtig gut. Unicorn-Farz. Das ist so ein... Oh, es riecht so mega gut, ne? Bei Etsy gibt es den Shop. Oh, und ich glaube bei Facebook. Aber da gibt es der Knaller. Da benutzen wir jetzt ein bisschen von Unicorn-Farz. Das ist so ein 7er-Set gewesen und einen Stift habe ich dazu bestellt. Da werde ich auch nochmal einen Short zu hochladen. Das habe ich in der Kategorie Live-Videos. Habe ich das einmal alles ausgepackt. Auch mein Lieblingsstift, mein neuer. Genau, das ist von Kreation Morin. Ich hole euch mal ein bisschen ran hier. Und das riecht einfach so mega gut.
So, dann wollen wir mal anfangen. So. Paintet ihr gerne so kleine Sachen zwischendurch? Ich mache es sehr gerne. Huch, hier ist die Folie nicht ganz mit abgegangen. Da habe ich sie nicht im Ganzen erwischt. Was ich auch sehr cool finde hier, die Umkreisung von den Zahlen, ja, die Umrandung sozusagen von der Zahl, ist mega hell. Also man sieht es nicht, was ich ganz schlimm finde, wenn man solche Accessoires oder Sticker macht und man sieht so schwarze Punkte zwischendrin. Das ist ganz grausam. Und hier, wie ihr seht, auch bei Weiß, man sieht es null. Tini Schnickschnack hat ja verschiedene von Zubehör. Sie hat sogar Koffer, glaube ich, Taschen, jetzt auch Bügelbilder. Schaut unbedingt bei ihr mal rein. Falls ihr sie noch nicht kennt oder noch nicht so überzeugt wart, dann spätestens jetzt mit der Versiegelung. Natürlich schauen wir uns das Ergebnis an, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es da nicht zu mäkeln gibt. Wenn sie mit Baufahren, mit einem so einen großen Hersteller zusammen das so lange entwickelt hat, denke ich mal, dass da nicht zu nörgeln gibt. Und das ist wahrscheinlich dann die beste oder mit die beste Versiegelung auf dem Markt ist. Ne? Und aus Deutschland, also in Deutschland hergestellt, also mega cool. Deswegen war ich auch gleich Feuer und Flamme von dieser Versiegelung und habe sie einfach mal angeschrieben. Und einfach so cool, dass sie es mir einfach so zugeschickt hat mit einer Benachrichtigung, Sendungsbenachrichtigung. Ja. Sehr. Wie nennt man das? Freundlich? Nein. Sehr sympathisch so. Oh, es macht Spaß. Macht ihr gerne so kleine Projekte zwischendrin? Ich habe ja jetzt auch mit Sticker angefangen. Vor allem wegen meinem Sohn, der ist da sehr begeistert von und da kann man einen Sticker mal beenden und so einen kleinen Erfolg für Kinder kann ich sehr empfehlen. Achso, falls ihr fragt, die Stifte mache ich selber. Das sind Fimo-Stifte tatsächlich. Und die mache ich mit Mustern und auch mit Blattgold und mit Strass. Einmal kurz Eigenwerbung. Ich zeige euch das so. Mit Strass in verschiedenen Dicken mache ich die. Ich mache sie auch noch eine Nummer dicker oder dünner. Falls ihr wollt, die gibt es demnächst in meinem Shop. Meinen Shop werde ich auch nochmal unten schreiben. Ich mache ja sonst Resinen. Stifte und Magnete verkaufe ich noch im Bereich Diamond Painting. Ansonsten mein Hauptgewerbe sind ja handgemachte Armbänder und Einkaufswagenlöser, Chips. Kennt ihr bestimmt. Auch mit Einhornmotiven, falls ihr Einhornhörner auch so gerne mögt wie ich. Mit Katzen, mit Eulen. Da bin ich sehr kreativ und designe die selber mit ganz viel Liebe. Das sind eine richtige Unikate, genauso wie die Stifte. Da gibt es keine Massenproduktion, sondern die werden alle unterschiedlich von mir designt. Auch personalisierbar sind sie. Diese Fimo-Stifte jetzt nicht. Erstmal nicht.
Aber da gibt es auch, da können Sie auch bei Instagram reinschauen und mich einfach anschreiben, falls ihr bestimmte Farbwünsche habt. Wenn ihr jetzt dieses Video seht, sind diese Stifte noch nicht online. Aber das dauert nur noch so ein paar Wochen. Dann sind auch die online. Also schaut gerne mal rein. Folgt meinem Shop oder folgt meinem Instagram-Account kreativschmuck.sandra. Und da gibt es dann in der Story oder als Reel immer ein Update von neuen Produkten von mir. Genau. Weiß ist ja jetzt nicht so meine Farbe, die ich gerne painte. Ich bin ja eher so der pink-lila Ton und alles, was grell und knallig ist, ist meine Farbe. Ich finde dieses Einhorn einfach so zuckersüß. Ich bin ein bisschen müde. Ich werde erst mal überlegen, ob ich mir noch einen Kaffee mache. Aber ich habe mir jetzt hier einfach Selter nebenher gestellt. Hier mal einen Schluck trinken. Na super. Das geht ja gut los, Leute. Jetzt habe ich schon mein Steinchen in meinem Getränk. Also, wo ich alle schon Steinchen gefunden habe, ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. An meinen Kindern, an mir, im Getränk. Oh, ich bin da auch echt so eine Steinchenschubserin, Rumschmeißerin. Also, weiß ich nicht. Ich bin immer froh, wenn genug Steinchen bei den Bildern und so dabei sind. Ich habe da echt so ein Faible für, die quer durch die Gegend zu schmeißen. Mein Mann ist dann auch immer so, oh, hier liegen schon wieder Steinchen rum. Ja. Ich bin so eine Chaos-Queen. Mein Sohn findet ab und zu auch mal eine Perle, was natürlich gefährlich ist, aber ich weiß nicht. Ich werfe alles auf den Boden. Aber ich bin generell eine Chaos-Queen. Das ist wirklich so. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, also meine Wohnung ist jetzt nicht zugemüllt oder keine Ahnung, sie ist trotzdem ordentlich und sauber. Aber ich habe da auch mal hier was liegen und da was liegen. Wie seid ihr da so? Seid ihr eher sehr, sehr penibel, ordentlich? Müsst ihr für alles irgendwelche Boxen haben? Seid ihr dann ein sehr extremer Ordnungsmensch? Oder seid ihr wie ich, dass ihr auch mal was liegen lasst und da denkt, ich lebe und aufräumen, beziehungsweise immer alles wegräumen, ist ein bisschen überbewertet. Klar, wenn Besuch kommt oder so, dann räume ich auch alles natürlich weg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mit meinen Einkaufswagen-Chips da voll in Gange bin, dann liegt dann ja auch mal gerne 5, 6 Tage mein, Entschuldigung fürs Wackeln, mein Glitzer auf meinem Arbeitsplatz, meine Pinsel natürlich gesäubert, da achte ich schon drauf, dass meine Materialien nicht kaputt gehen. Aber dann liegt auch mal mein Perlenbrett noch mit meinem letzten Armband, was ich gemacht habe, die Perlen drauf. Ich habe sie nicht wegsortiert, dann ist halt anderes wichtiger. Weiß ich nicht. Ich bin da so ein bisschen Chaos Queen. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Aber ich finde, es kommt auch immer auf den Lebensumstand drauf an, wie es einem geht, ob man Kinder hat, ob man verheiratet ist. Oh, gestern auch wieder Geschirrspüler. Mein Mann schafft es einfach nicht. Ich hoffe, mein Mann guckt sich keine Videos an. Er sagt, er guckt meine Videos nicht, weil er keine Zeit hat.
Gestern auch wieder, ey. Da war die Küche sauber. Ja, ich habe mir eine Tasse, habe ich da hingestellt, wo ich dann meinen Tee getrunken habe. Aber sonst war wirklich die Küche sauber und ich freue mich darüber, wenn sie komplett unter nichts steht. Nichts steht in der Spüle. Es steht nicht irgendwie ein Teller mit einem Messer noch irgendwie vom Abendbrot, sondern es ist wirklich alles mal weggeräumt. Und mein Mann stellt da einfach seinen Teller mit einer Verpackung drauf vom Joghurt oder vom Müsli noch dahin. Wo ich mich frage, warum stellst du das dahin? Der Mülleimer steht da. 1 Meter entfernt, noch nicht mal, 50 Zentimeter. Der Geschirrspüler ist direkt darunter, wo er es hingestellt hat, einfach eine Etage tiefer und den einräumen. Ach, und das da reinräumen, da reg ich mich ja tierisch drüber auf. Dann kriege ich, ja, Verständnis natürlich und eine Entschuldigung, aber mir fällt es jetzt auch umso mehr auf, da ich halt im Moment in Elternzeit bin. Und das mein Job ist. Und ich da extrem halt drauf achte dann in der Zeit, jetzt wenn ich als ich arbeiten gegangen bin, mein Gott, dann stehe ich es auch mal daneben oder so. Da hat es mich halt irgendwie nicht so aufgeregt, ne? Huch, aber ich bin ja jetzt schon 1,5 Jahre in Elternzeit. Bald geht's auch wieder los. Nicht mehr lange. Dann wird es wahrscheinlich auch nur noch einmal die Woche ein Video geben und nicht 2 bis 3 Videos. Das kriege ich einfach nicht hin mit 2 kleinen Kindern und mit der Arbeit. Ich werde auf jeden Fall YouTube wieder weitermachen. Ich liebe YouTube, ich liebe diesen mein Hobby. Es wird wahrscheinlich mein Diamond Painting Hobby ein bisschen auf der Strecke bleiben und meine Videos weniger Videos. Das wird leider so sein, Ende des Jahres. Aber es kommt trotzdem regelmäßig was. Das ist mir auch wichtig. Joa. Ja, das war jetzt zum Thema ordentlich oder wie ich da so bin. Da ist ja jeder Mensch anders. Ich mache dieses Gesicht noch und dann will ich noch ein bisschen Farbe painten. Sonst ein bisschen eintönig hier für euch auch. Okay, mein Wachs ist leer. Ein Pulli, das ist, wenn ich das rausziehe, wollte ich euch mal zeigen, noch ein bisschen, man kann das auch dann noch mal so kneten und dann wieder benutzen. Probieren wir mal aus, müsste gehen. Das ist wie Pettafix, nur noch ein bisschen weicher. Ich mag die Konsistenz. Oh, hier wären auch AB-Steine cool, oder? Oh ja, da habe ich ja Lust drauf, Leute. Ich werde mal gucken, ob ich sowas Ähnliches zum Beispiel in den Flügeln hier, die Flügel in AB mache. Das werde ich machen. Da habe ich Lust drauf. Oder das Blau von der einen Strähne. Ob ich da passende runde AB-Steinchen habe. Man muss ja nicht immer so painten, wie das vorgegeben ist. Da bin ich eh nicht so der Fan von, wenn man so kleine Bilder hat. Da tausche ich auch gerne mal was aus. Das habe ich so für mich entdeckt seit kurzem. Huch, Steinchen, kommst du jetzt? Sonst dauert das ja noch Ewigkeiten. Die lassen sich gerade nicht so gut aufheben. Oh. Ich mag dieses Schiff hier nicht, ne? Ich sag's euch immer wieder. Wieso habe ich das mir angetan? Kann sein, dass ich dann den Rest tatsächlich in meinen normalen Schiffchen painte. Ich painte ja im Moment am liebsten mit den Kevco Design Magnetschiffchen. Ich liebe sie. Falls ihr sie noch nicht kennt.
Habe ich auch schon zwei Videos von gemacht. Ich finde die mega cool. Oh, die Kamera wackelt total. Oh, wir haben fast eine Stunde schon rum. Huiuiui. Wow, die Zeit rennt. Ich bin so eine langsame Painterin, finde ich. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Ist auch kein Wettbewerb. Ich bin eine relativ langsame Painterin. Ich würde immer viel lieber sehr viel mehr painten. Ich habe so viele schöne Bilder, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich möchte das painten. Und dann möchte ich so schnell wie möglich dann das alte Bild beenden, wo ich denke, hey, jetzt musst du mal wieder genießen. Ist viel wichtiger, als jetzt dieses Bild zu beenden auf Krampf. Aber ich freue mich dann halt immer auf das neue Bild, eins auszusuchen. Ich habe dir das in meinen Short oder bei Instagram gesehen, in meiner Story. Ich habe unfassbare 70 Bilder. Ich dachte, ich kriege einen Schlag. Ich habe damit so gerechnet, so aber mit 50 oder so. Aber wir sind umgezogen vom Schlafzimmer ins Büro. Wir hatten vorher im Büro, ich glaube, das sind 5 Quadratmeter, 6 Quadratmeter. 3x3 Meter Raum ist das ungefähr. Und da. Haben wir unser Büro drin gehabt, also mein Platz, wo ich kreativ bin, gewerbemäßig Nägel und ja, Diamond Painting nicht, das mache ich eher hier im Wohnzimmer, weil ich da meinen festen Platz einrichten durfte und zum Fernseher gerichtet bin. Aber da wurde es schon so ein bisschen eng. Da habe ich mein PC, mein Büro gehabt, mein Schreibkram, weil ich auch Steuererklärung mache und alles. Und auch zocke. Ja, und daneben halt mein Kreativtisch gehabt. Und mein Mann hat auch ein Puzzle- und Modellauto-Reparaturtisch gehabt, sozusagen. Also, wo er halt dran arbeitet oder für die Kinder was repariert hat und alles Mögliche halt. Und jetzt haben wir da umgeräumt. Haben uns gleich ein neues Bett geholt, weil das ist jetzt auch schon 8 Jahre alt. Und wir sind von Boxspringbett auf ein Lattenrostbett umgestiegen. Und haben uns auch ein bisschen verkleinert. Das Bett war 1,80 Meter mal 2 Meter. Jetzt haben wir 1,60 Meter mal 2 Meter. Und haben halt jetzt nur unser Bett und einen Kleiderschrank und einen Fernseher wahrscheinlich. Erstmal steht er da, der kommt wahrscheinlich noch an die Wand. In dem Zimmer und noch eine Vitrine und ja, reicht so, dachten wir zum Schlafen und dadurch haben wir jetzt einen riesen schönen großen Raum, ich glaube so 20 Quadratmeter groß, kommt 18, 20 Quadratmeter groß, schön unser Reich, richtig cool und da habe ich alles umgeräumt, ausgeräumt. Meine Diamond Painting Bilder. Ja. Das war dann schon einiges an Bilder, was da zusammenkam. Obwohl ich noch nicht mal alle Firmen getestet habe. Richtig krass. Aber nein, ich mache kein De-Stash. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Da bin ich nicht so der Typ für. Und ich liebe meine Bilder und ich möchte die Bilder auch alle noch painten. Klar, fliegen mal ein, zwei Bilder raus. Aber ich kaufe auch ständig irgendwie gefühlt. Einmal im Monat ist da schon ein, zwei Bilder sind schon dabei. Oh, ja.
diese Diamond Painting Sucht. Es macht auch so viel Spaß, Bilder zu shoppen, ne? Es gibt auch so viele, man darf gar nicht anfangen zu stöbern. Das ist immer sehr, sehr schwierig für mich. Dann, ja, ich gucke eigentlich manchmal gar nicht mehr. So. Ach Mann, meinen Stiften will nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen doof mit meinem Wachs. Ich will zwar den Stift nehmen. Da habe ich anderen Putti drin. Aber ich habe das Gefühl, es liegt eher am Schiffchen, dass meine Steinchen da irgendwie stecken bleiben. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie doll man drückt. Seid ihr eher der Drücker oder nicht? Da dran, weil ich drücke oft das Wachs dann einfach so tief in den Stift, dass dann halt kein Wachs mehr ist. Vor allem bei eckig, bei rund jetzt eigentlich nicht so, aber bei eckigen Steinen fällt mir das schon oft auf, dass da noch Wachs vorhanden ist. Aber es ist halt richtig in den Stift reingedrückt dadurch. So. Ja, hier ist wieder der Stift, das Steinchen, was da einfach zwischenklemmt. Die sind so schmal, die Rillen hier. Ja, läuft bei mir heute. Oh, da kann ich euch einen Tipp geben, wenn euch das mal passiert. Oder Stifte, dass es nicht richtig passt. Dann kann man da einmal hier Washi-Tape rummachen. Aber nur eine Lage. Und dann reindrücken. Oder man macht hier ein bisschen Putty. Also dieses Wachs, was ihr gesehen hattet. Dieses, wie Putterfix ist. Macht ihr da einfach ran und dann drückt ihr den Aufsatz in den Stift rein. So, letzte weiße Steinchen. Und dann machen wir jetzt noch die Wänkchen, würde ich sagen. Süß. Die 8 machen wir jetzt noch. Ich finde ihn so niedlich. So süß. Die 8. Das ist dieses hellere. Und ich nehme jetzt mal so ein Schiffchen. Die mag ich ein bisschen lieber. Auch dieses Herzchen hier so süß in der Mitte. Ich glaube, den Aufsteller gibt es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, vor einem Jahr oder so. Meine erste Teenie-Schnickschnack-Bestellung hatte ich das mitbestellt. Oh, und was ich sehr auch empfehlen kann, ist das Silikon-Release-Papier von Teenie-Schnickschnack. Ich liebe es und da kommt ihr voll lange mit hin, auch wenn da nur 3 Meter drauf sind, glaube ich. Oder 6 Meter? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schon Unterschied, ob 3 oder 6 Meter. Ich glaube eher 6 sind das. Ich komme da so gut mit hin. Wie ein Silikonpapier. Richtig cool zum Abdecken. Wenn ihr das Bild, da könnt ihr da schon eine Einteilung drauf und dann könnt ihr genau auf der Linie das einschneiden. Und dann könnt ihr halt 5. Das ist immer 5 cm und das ist schon vorgedruckt zum Einschneiden mit einem Cuttermesser. Am besten nehmt ihr dann so ein mit so einer ganz kleinen Spitze. Sowas. Und dann kann man das Release-Papier von Tini Schnickschnack super einschneiden. Und genau. So, ich werde jetzt hier noch
10 Minütchen dran painten. Das Video geht leider sonst viel zu lange. Und dann zeige ich euch das Ergebnis gerne auf Instagram und auf TikTok und in meinem YouTube Short, bin ich nicht so aktiv. Ich habe nicht so das Gefühl, dass man da oft reinschaut. Ich selber nämlich nicht. Ich kriege das irgendwie immer nicht mit. Die Videos werden mir irgendwie nicht so wirklich vorgeschlagen. Eher bei TikTok, dieses Rübersnappen, da wird schon, oder Wischen, wird schon eher was angezeigt. Genau. Schaut gerne mal rein. Ich habe auch einen TikTok-Account. Und Instagram Story ist eigentlich jeden zweiten Tag, manchmal auch jeden Tag mal was Neues von mir drin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und einen Kommentar. Sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Damit unterstützt ihr mich sehr, sehr. Und ich freue mich natürlich auch über die Kommunikation mit euch. Ich antworte eigentlich auf jeden Kommentar. Ja, ich freue mich. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Und schaut gerne bei Tini Schnick Schnack mal rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo, ihr Lieben! Ich wollte das einmal nochmal als Nachtrag hinten ranhängen. Ich habe jetzt mich entschieden, einmal Strass Steine zu verwenden für die Flügel. Ich finde das einfach viel, viel schöner und gibt dem nochmal so ein etwas Besonderes. Und ja, ich wollte euch mit euch das kurz zu Ende painten, wenn ihr Lust habt. Ich habe jetzt inzwischen, es ist jetzt einen Tag später, die Bilder sind getrocknet. Also ich habe es tatsächlich 24 Stunden trocknen lassen. Ich habe mal geguckt, es sind tatsächlich so 5, 6 Stunden. Und dann war das richtig trocken, die Versiegelung von Tini Schnick Schnack. Und ich möchte euch das jetzt nochmal zeigen, das Ergebnis. Und habe auch direkt ein Bild rausgesucht als Vergleich, was ich dieses Jahr schon versiegelt hatte, aber mit Baufahnen. Und genau, und dann als nächstes würde ich das hier dann versiegeln. Das zeige ich euch dann nochmal im anderen Video. Vielleicht habe ich dann inzwischen nochmal andere Bilder versiegelt, um euch den Vergleich zu zeigen. Genau, ich habe jetzt die eine Seite fertig. Huch, wir sind eben ein paar Steinchen umgekippt. Kennt ihr das? Mein Stift ist mir aus der Hand gefallen, so ein Schwächeanfall. Ja, dann hatte ich hier alle Steinchen rumfliegen. Und die haben sich jetzt hier einfach mal mit drauf verewigt. Das habe ich jetzt erst gesehen, es tut mir leid. Sonst hätte ich das eben schon gemacht. Ja, die machen wir natürlich noch runter. Ich habe die Flügel ausgetauscht und hier oben war noch eine 6 mit 4 Steinchen. Das habe ich auch noch mitgemacht. Genau. Das ist anstatt der Farbe hier. Das war so die ähnlichste, die ich hatte als Strass. Und ich habe das auch hauptsächlich gemacht, weil ich euch auch zeigen wollte, dass, wie es nachher aussieht mit der Tini-Schnick-Schnack-Versiegelung, wenn man Strass versiegelt. Wir haben ja in einem anderen Bild AB und Fairy Dust, das zeige ich euch gleich. Und das ist jetzt dann mit Strass. Und dann werde ich nämlich das mit der Tini-Schnick-Schnack-Versiegelung versiegeln. Und das hier, da habe ich schon ein bisschen angefangen, werde ich dann mit der normalen Baufahnenversiegelung, die ich immer benutzt habe, versiegeln. Ja. Genau, das machen wir jetzt eben. Wir versiegeln das einmal ganz schnell. Das mache ich, werde ich wahrscheinlich vorspulen, auch wenn es ganz schnell geht. Umgerührt habe ich schon eben. Ich habe nur schon noch mal den Deckel drauf gemacht. Genau.
So. Muss den Pinsel dann noch einmal rausmachen. Huch. Das am besten gleich wegwischen. Hätte man doch hier noch was anderes unterlegen sollen. Und nicht mal eine Tischunterlage. Eine Zeitung oder so ist hier ganz gut natürlich. Genau, das haben wir jetzt auch versiegelt. Und dann, oh, Entschuldigung, werde ich das nächstes Mal das hier mit der anderen Versiegelung machen. Mit der Baufahnenversiegelung, der ganz normalen. So, jetzt zeige ich euch einmal das Ergebnis. Ich muss einmal kurz die Steine zurück, sonst habe ich sie wegpacken. Sonst habe ich wieder hier alles rumfliegen. Nämlich haben wir ja die versiegelt und die versiegelt. Und ich finde, es sieht gut aus. Es glänzt noch, wie ihr seht, es schimmert noch. Ich finde, es sieht genauso aus, wie als wenn man es nicht versiegelt. Ich finde, es tut keinen Abbruch. Und ja, ich bin zufrieden. Es ist dadurch nicht mehr so flexibel, ist aber normal. Ist bei der anderen Versiegelung auch. Und ich kann hier poolen. Man muss schon richtig mit Kraft die Steinchen abreißen. Also es hält richtig gut. Ich finde es super. Der Glanz ist nicht weg. Es glänzt meiner Meinung nach, ihr könnt ja mal gucken, genauso doll wie vorher. Auch die AB-Steinchen. Ja, also ich finde es super. Ich muss allerdings sagen, ich habe keinen Unterschied jetzt gesehen zu dem mit der normalen Baufahnenversiegelung. Hier sind natürlich noch ABs zwischen, das müsst ihr bedenken. Das ist auch versiegelt. Mit der normalen Baufahnenversiegelung aber. Ja, ich finde jetzt nicht wirklich einen Unterschied zu dem. Da bin ich auch ehrlich. Oder? Glänzt das ein bisschen mehr? Ich weiß nicht. Ich kann das nicht so erkennen. Also ich sehe da leider keinen Unterschied. Ich finde, die glänzen beide gleich. Ja, das ist Baufahnenversiegelung und das sind die Bilder, die wir zusammen in der Teenie Schnickschnack versiegelt haben. Ich kann nochmal so machen. Das glänzt sehr doll, finde ich. Ja, das auch. Guckt mal. Jetzt nochmal mit dem. Ja, ich sehe da keinen Unterschied. Es glänzt bei beiden gut und ich kann es empfehlen zu versiegeln. Da macht ihr euer Bild nicht kaputt. Genau, ich werde nochmal Baufahren und Teenie Schnickschnack mit den Strass-Einhorn machen. Und das mache ich dann aber im extra Video. Vielleicht habe ich bis dahin nochmal ein anderes versiegelt. Ja. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Teenie Schnickschnack rein. Bestellt euch die Versiegelung. Wenn ihr da Diamond Painting Sachen bestellt, bestellt die mit. Sonst kann ich auch die Baufahren-Variante empfehlen. Ich empfehle beides. Und ja, das ist ja auch von Baufahren. Ich sehe da aber jetzt kein extra Glanz oder ja. Das wollte ich damit gesagt haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!